Am Sonntag haben wir als Familie, wie die meisten im ICF Bielefeld, den Livestream vom ICF Movement geschaut. Und mich hat begeistert, wie genial man Kirche auch zu Hause erleben kann. Wir haben den Bildschirm angemacht, die Celebration hat gestartet und sofort war der Heilige Geist stark spürbar. Wir haben zusammen als ganze Familie geworshippt und naja gut, meine Kinder sind 2 und 4 Jahre alt, die haben das jetzt nicht so lange durchgehalten. Dann haben wir zwischendurch gespielt, dann haben wir wieder geworshippt und dann haben wir zusammen uns die Predigt angeschaut. Und in der Predigt waren unfassbar viele inspirierende Gedanken, aber ein Gedanke hat mich besonders innerlich berührt und da möchte ich euch gerne tiefer mit reinnehmen, was es bei mir ausgelöst hat. Und zwar, es geht darum, die Israeliten waren über 430 Jahre in Ägypten versklavt und dann sollte die Befreiung kommen. Und du musst mal überlegen, wenn du 430 Jahre versklavt bist, dass jede Generation, deine Vatergeneration, Großvatergeneration, alle waren versklavt. Dein Lebensrhythmus war jeden Tag vorgegeben und war immer der gleiche. Der Pharao hat entschieden, was du zu tun hast. Und ich glaube, dass der Wunsch nach Veränderung extrem groß war. Und dann kam der Tag der Veränderung. Und Gott sagt jetzt Folgendes zu dem Volk. In 2. Mose lesen wir das. So sollt ihr für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand. Jeder wusste, gleich geht es los. Gleich kommt endlich die Veränderung, nach der sich jeder gesehnt hat. Gleich werden wir rauswandern aus Ägypten. Ich glaube, auf der einen Seite war die Vorfreude sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite war aber auch die Ungewissheit da. Hey, was passiert jetzt? Wo geht's hin? Ich meine, keiner kannte außerhalb der eigenen Grenzen, keiner hat bis dahin je das Land verlassen. Und plötzlich kommt diese Veränderung. Keiner wusste, was genau passiert. Ich meine, Gott hat ihnen das Ziel gegeben, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Aber effektiv war es ja danach so, nach dem Auszug, dass sie in der Wüste gelandet sind. Und in der Wüste war Wüste, da war nichts. Und auch nach ein paar Tagen haben schon die ersten Israeliten gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben, dort hatten wir es doch mehr oder weniger besser. Und mich hat das Ganze inspiriert und zum Nachdenken gebracht, hey, ist unsere Situation, wo wir drin sind, nicht ähnlich? Viele Menschen, auch viele Christen wünschen sich Durchbrüche, wünschen sich Wunder, wünschen, dass wirklich was passiert und wünschen sich mal aus ihrem Alltagslebensrhythmus auszubrechen. Viele wünschen sich in ihrem Herzen göttliche Freiheit, aber keiner weiß wirklich, wie wir da hinkommen sollen. Und jetzt ist dieser Virus da und der verändert unser komplettes Zusammenleben. Wir dürfen uns nicht mehr in Gruppen treffen, die meisten von uns am Homeoffice. Und wenn du Kinder hast, und ich habe welche, die sind zu Hause, keine Schule, kein Kindergarten und wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen mit dieser Veränderung. Ich meine, wir alle lieben das Gewohnte. Und jetzt ist nichts mehr, wie es mal vor ein paar Tagen noch war. Ich bin heute Morgen mit der Bahn hingekommen und am Hauptbahnhof, ich habe noch nie so wenig Menschen gesehen. Das war so leer. Die meisten sind zu Hause, Homeoffice und dann mit den Kindern und man fragt sich in der Familie, wie lange müssen wir das noch durchhalten? Wie lange sollen wir diese Kinder noch bespaßen? Wir haben keine Idee mehr, was wir machen sollen. Oder das andere Extrem, es gibt ja aktuell nur Extreme. Das andere Extrem ist, du bist alleine zu Hause und fragst dich, wie sollst du denn überhaupt die Zeit füllen? Was sollst du denn den ganzen Tag machen? Einsamkeit herrscht. Oder vielleicht bist du selbstständig. Du fragst dich, ja gut, wie lange geht das Ganze noch? Es kommt kein Geld rein, du weißt nicht, wie lange, du lebst von Tag für Tag und hoffst, dass irgendwann das Ende in Sicht ist. Die Frage ist, sind wir ready für diese Veränderung? Die Israeliten haben sich ready gemacht, weil Gott hat ihnen gesagt, hey, zieht euch an, macht euch Startler für den Auszug. Und sie haben Gott vertraut, sie waren gehorsam. Sie hätten auch sagen können, ja, wir sind schon 430 Jahre versklavt. Für uns gibt es keine Veränderung, es wird immer gleich bleiben. Unser Leben wird sich never ever verändern. Aber nein, sie waren gehorsam und haben sich parat gemacht. Und die Frage ist, sind wir ready? Beziehungsweise andersrum, kann man wirklich auch ready sein für so eine Situation? Die Israeliten waren gehorsam, aber innerlich war es, glaube ich, eine Spannung. Innerlich wussten die nicht, okay, was passiert, wie sieht's aus, wo geht's hin und so weiter und so fort. Aber sie haben Folgendes gemacht, als Zeichen des Gehorsams oder dass sie ready sind. Damals hat man Röcke getragen, es gab noch keine Jeans. Und um damit gut zu laufen, hat man sie hochgebunden und mit einem Gürtel festgeschnallt.
Und dieses Umgürteln, dieses Festschnallen hat eine geistliche Komponente. Und diese geistliche Komponente ist für uns, glaube ich, entscheidend, wie wir diese Situation aktuell, wo wir drin sind, handeln können. In 1. Petrus heißt es nämlich Folgendes. Darum umgürtelt euch eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und ich glaube, in dieser Situation ready zu sein bedeutet, den Verstand zu stärken und die Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen, die uns in Jesus Christus gezeigt wird. Mit anderen Worten, mit unserem ganzen Verstand Gott zu vertrauen. Die Umstände sind herausfordernd. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wird es noch schlimmer? Es ist eine Unsicherheit da. Man weiß nicht, wie lange es noch geht. Aber ich glaube, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, wenn wir unser Vertrauen auf Gott richten, werden wir durch die Zeit durchgehen und Wunder und über Wunder werden passieren, Durchbrüche werden geschehen. Und ich habe mich ganz neu, vor dem Livestream am Fernsehen, habe ich mich entschieden, erstens Gott gehorsam zu sein. Manchmal sind Dinge, wo man denkt, nee, das passiert doch eh nicht. Aber ich glaube, ey, Gott will heute noch Wunder machen und wird es machen. Gott gehorsam zu sein, kompromisslos die Dinge umzusetzen, dafür habe ich mich neu entschieden. Und dann habe ich mich entschieden, Gott zu vertrauen. Gerade in dieser Situation, wo wir nicht wissen, wie das Ganze ausgehen wird. Weil ich glaube, dass Gottes Vertrauen uns niemals enttäuschen wird. Und ich möchte dich und mich ermutigen mit dem, was in Jeremia 29, Vers 11 steht. Dort heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhab. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung.